So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Dienste der Wissenschaft unterwegs und werden höchst, wie soll man sagen, spannende Experimente machen. Und zwar haben wir hier ein Golf 6 GTI, den ich mir mal schnell geliehen habe. Da ist eigentlich nicht viel dran gemacht, Serientorolader und so weiter. Haben allerdings eine Software drauf gespielt, die von der Zündung her eigentlich schon viel zu scharf ist. Also der zündet in dem Moment schon zu früh und wird anfangen zu klopfen. Jetzt ist das Coole, hier ist eine Autopolar-FIS verbaut. Das heißt, wenn wir dreimal nach rechts drücken, kommen wir in das FIS rein und können quasi über OBD jegliche Sachen auslesen. So, in unserem Fall interessieren uns jetzt eigentlich nur zwei Screens hier. Das ist einmal Screen 4, da können wir quasi sehen, welchen Zündzeitpunkt er gerade fährt. Und ein Screen davor sehen wir die vier Zylinder, wie weit er die Zündung zieht. So, was haben wir vor heute? Wir werden heute verschiedenste Kraftstoffe testen. Wir fahren 95 Oktan, wir fahren 98 Oktan, wir fahren 102 Oktan, gucken uns dabei an, wie viel Zündung er zieht. Und wenn alles gut läuft, testen wir am Ende noch einen Oktanbooster und gucken, ob der auch was bringt. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Bezug auf irgendeine Leistung nehmen, sondern wir fahren einfach nur und gucken uns an, wie das Ganze am Ende klopft. An der Stelle würde ich euch, glaube ich, am liebsten einmal noch mal kurz erklären, was überhaupt Klopfen ist und was überhaupt der Zündzeitpunkt ist. Man muss das Ganze immer so sehen, es gibt zwei verschiedene Arten von Motoren. Das ist einmal der Selbstzünder, das ist ein Diesel. Da ist es so, man hat so viel Gemisch und Luft in dem Brennraum drin, der Kolben geht hoch, durch das Hochgehen wird es immer weiter verdichtet und irgendwann selbst entzündet sich das Gemisch und der Motor verbrennt, baut Druck auf, Kolben geht wieder runter und so kommt die Kraft auf die Kurbelwelle. Das ist der Diesel, das heißt, das Ganze ist komplett unkontrolliert und einfach, man nennt es halt auch Dieseln, es entzündet sich von alleine. Das geht nur mit dem Dieselkraftstoff, weil der sich erst so spät selbst entzündet, dass die Motoren extra dafür gebaut sind. Das heißt, die Verdichtung ist hoch und so weiter. Dann gibt es noch den ganz normalen Otto-Motor, sage ich jetzt mal, den Benzinmotor. Der hat eine Zündung, die dem Gemisch vorgibt, wann sie entflammt wird. Und das Ganze ist leider von der Drehzahl abhängig, weil das Gemisch hat immer eine Flammengeschwindigkeit, also eine Durchbrennungsgeschwindigkeit. Und das heißt, es ist egal, ob im Leerlauf bei 5000 oder bei 10.000 Umdrehungen, das Gemisch braucht immer so und so lange zum Durchbrennen, bis es wirklich komplett gebrannt hat. Die Zeit mit mehr Drehzahl wird aber natürlich pro Zündung immer kürzer. Und genau deswegen wandert der Zündzeitpunkt mit steigender Drehzahl immer weiter nach vorne, damit am richtigen Punkt das Gemisch komplett durchgebrannt ist. So, was ist jetzt die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit ist, man zündet vor OT. Das heißt, während der Kolben noch hochgeht, fängt das Gemisch schon an durchzubrennen. Und gewollt ist es, dass im OT, wenn der Kolben oben ist oder minimal danach, quasi man die komplette Verbrennung den höchsten Druck hat, weil beim Kolben hochgehen das Gemisch immer noch mal weiter verdichtet wird und am Ende die Kraft halt am höchsten ist, wenn er wirklich genau da oben zündet. Jetzt kann es allerdings passieren, dass man zu weit nach vorne geht und das Gemisch schon anfängt durchzubrennen, es aber immer weiter komprimiert wird und in dem Moment anfängt an manchen Stellen, weil der Druck zu hoch ist, sich zusätzlich selbst zu entzünden. Das heißt, man hat dann so eine, ich nenne es jetzt mal kreisrunde Feuerbildung im Brennraum und das ist das sogenannte Klopfen, dass es sich von selbst entzündet und das ist definitiv schlecht, weil das wird extrem heiß, es ist alles extrem belastend, gerade so diese Kolbenringkante, wo die Drücke immer am höchsten sind, kann alles anfangen zu schmelzen, weil die Wärme nicht am passenden Moment abgegeben wird und so weiter. So, das heißt, am besten zündet man maximal früh, dass wirklich im OT maximaler Druck drauf ist. Wenn das geht, mit einem schlechten Kraftstoff, der sich schneller selbst entzündet, geht das natürlich nicht. So, und genau das werden wir heute mal testen, wie die Kraftstoffe da wirklich sind. Ich hoffe, das hat man gerade so einigermaßen verstanden, war jetzt schon relativ viel. Ich habe es verstanden. Relativ viele Details. Es gibt auch einen Punkt, deswegen gehen wir heute gar nicht auf die Thematik Leistung ein, weil es kann sein, dass wir schon viel zu früh zünden. So, nun gibt es natürlich auch den Punkt, dass wir so früh zünden, dass das Gemisch schon komplett durchgebrannt ist, bevor der Kolben überhaupt oben ist. Er muss aber nach ganz oben, weil es ja eine Drehbewegung ist, die immer weitergeht. Das heißt, eigentlich wird der Motor sogar gestoppt, weil der Druck schon da ist, während der Kolben kurz vor oben ist. Das heißt, eigentlich wird er runtergehalten, obwohl er aber noch mal einmal hoch muss, um wieder rumzugehen. So, deswegen gibt es immer einen Punkt, ab wo
noch mehr Zündung gar nicht mehr Leistung bringt. Weil viele sagen immer, fährst du 40, 50 Grad Zündung, kommt noch mal mehr Leistung, ist kompletter Quatsch. Da gibt es definitiv eine Grenze, ab wo die Leistung nicht mehr mehr wird. Es hat in dem Moment einen großen Vorteil, wenn man dann mit der Zündung noch weiter nach vorne geht, wird die Abgastemperatur immer weniger, weil halt einfach die Verbrennung mehr im Zylinder ist, bevor das Auslassventil aufgeht und die Abgase austreten. Deswegen kann man über noch mehr Zündung schon hier und da noch mal ein bisschen die Abgastemperatur sinken. Aber irgendwann kommt halt wirklich der Punkt, das nennt sich dann der Zündhaken, wo die Leistung wieder weniger wird. Mal gucken, vielleicht sind wir mit der Software hier schon da drüber. Ist für uns aber egal, weil es geht wirklich rein nur ums Klopfen heute. So, und dann fahren wir nochmal los. So, wir haben jetzt im Tank erstmal ganz normale Super Plus 98 Oktan, weil ich ein bisschen Angst habe, dass wir mit der Software schon so weit gegangen sind, dass sich das Ding tot klopft, weil das ist immer eine gefährliche Sache. Jetzt muss man dazu sagen, die Originalsteuergeräte sind in Sachen Klopfen immer das Beste, was es gibt. So Hersteller wie Bosch oder Siemens, die geben wirklich Millionen für aus, genau diese Klopferkennung, das was uns jetzt das Display anzeigt, im Vorfeld durch Versuche, durch Abhörtests, durch Druckmessung, können die genau bestimmen, wann ein Motor klopft. Das hören die an dem Geräusch. Also da ist ein Sensor an dem Motorblock drauf, der Frequenzen aufnimmt. Und da muss man halt genau rausfiltern, welche Frequenz wirklich ein Klopfen ist. Das machen die Hersteller wirklich perfekt. Und genau deswegen kann dieses Steuergerät, wie es hier drin ist, 12 Grad Zündung ziehen. Das heißt, wenn nötig, kann das Steuergerät, angenommen es will jetzt 20 Grad vor OT zünden, kann der den Zündwinkel bis zu 8 Grad, bis 12 Grad auf 8 Grad zurücknehmen, weil er erkennt, der Motor klopft. Und das macht er auch quasi wirklich selektiv, also für jeden Zylinder einzeln. Und auch, also die Klopferkennung ist selektiv, der gefahrene Zündwinkel, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin aber der Meinung, der Zündwinkel ist immer auf allen vier Zylindern gleich. Bin ich mal gespannt. Wird es bestimmt ein paar Profis geben, was ihr zu sagt. Ich bin aber der Meinung, wenn ein Zylinder 8 Grad klopft, dann werden alle vier Zylinder 8 Grad zurückgenommen. So, dieses Steuergerät kann auf jeden Fall 12 Grad. Das ist schon extrem viel. Und dadurch halten diese Serienmotoren auch so lange. Das heißt auch, wir können euch heute zeigen, wenn ihr mal den falschen Kraftstoff tankt, wie lange man wirklich Vollgas drauf stehen bleiben kann, ohne dass es gleich Peng macht. So, und das ist halt wirklich, das können nur die Originalsteuergeräte, diese Klopferkennung, weil das ist wirklich Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Und wie macht du das dann zum Beispiel bei Marius sein Golf? Marius sein Golf hat auch diesen Sensor dran. Das heißt, sollte der anfangen zu klopfen, sehen wir die, ja, wir sehen eigentlich im ersten Moment erstmal nur eine zittrige Voltlinie, weil der Klopfsensor 0 bis 5 Volt ausgibt. Und über diese Linie muss man dann theoretisch einen Filter legen, aber diesen Filter muss man auch wieder bedaten und muss halt ungefähr wissen, was Klopfen ist. Das heißt, unterm Strich ist es einfach nur ein Schätzeisen und aus Erfahrung durch Verdichtung, weil die beiden Kerngrößen für Klopfen sind einmal immer Verdichtung. Verdichtung heißt einfach nur, wie weit nach oben hin alles komprimiert wird. Je höher die Verdichtung ist, je mehr wird das Luft-Benzin-Gemisch komprimiert. Logischerweise, je mehr es komprimiert wird, je schneller macht es halt Puff. Und halt einfach die Oktanzahl von den Kraftstoffen. Okay. Das sind so die Hauptgrößen, die dafür eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man dann später weiß, der und der Kraftstoff, die und die Verdichtung, kann man schon so ganz grob abschätzen, in welchem Drehzahlbereich man welche Zündung fahren kann. Lohnt es sich deiner Meinung nach, mit einem normalen Auto 102 Oktan zu fahren? Also, wenn die passende Software drauf ist, die das Ganze am Ende umsetzt, definitiv. So, ne? Das werden wir gleich sehen. Wenn das Auto hier jetzt zum Beispiel mit 98 Oktan gleich schon, ich sag jetzt mal, 6, 7, 8 Grad klopft, dann bedeutet das, dass wir 6 bis 8 Grad weniger Zündung fahren und das macht definitiv den Wirkungsgrad bzw. die Leistung, die am Ende rauskommt, kaputt. So, das heißt, wir müssten mit 102 weniger klopfen sehen oder gar kein Klopfen. Im Idealfall mit Oktanbooster gar kein Klopfen, dann wissen wir auch, dass wir da schon gut unterwegs sind halt. Ne? So, ich würde mir jetzt ganz gerne, damit wir die gleichen Bedingungen immer haben, jetzt gerne einen Gang suchen und in dem einen Gang beschleunigen wir dann einfach immer nur durch. Und dann gucken wir uns immer erstmal an, wie er klopft und anschließend gucken wir uns an, was für Zündwinkel wir gefahren sind. Nicht, dass du danach noch zum DSG-Fahrer auch wirst, ne? Aber wir fahren ihn erstmal einmal kurz so ein bisschen auf Temperatur.
macht ja auch keinen Sinn, einen komplett kalten Motor direkt zu vergleichen. Also der war natürlich jetzt gerade schon warm, aber wir wollen ihn trotzdem. So, der interessante Teil des Klopfens sind natürlich die oberen Umdrehungen. Das heißt, ich würde mir jetzt den fünften Gang nehmen. Ich habe nämlich witzigerweise die Driftbox auch mal eingestellt auf einen Bereich, wo wir einfach nur den Gang ausdrehen. Das heißt, 200 bis 220 sollte eigentlich ein Bereich sein, wo wir den fünften Gang einfach nur ausdrehen und wir halt immer wieder gleich reintreten können. Ne? Da bringt ja auch nichts, jetzt diese Vergleiche zu machen, wenn es nicht so. Dann werden wir gleich leider auf jeden Fall ein paar Kilometer machen müssen, weil es ist im Tank noch zu viel drin, um 95 Oktan zu tanken. So, jetzt treten wir mal fünfte rein. Da 6 Grad klopfen, 6 Grad, 6,7 Grad. Ja, bis 6,7 Grad war Maximum, was ich gesehen habe. Okay. Das ist immerhin schon mal. Wenn er 8 Grad rausnehmen kann, ist das ja gut. Ne, 12 kann er. 12 kann er. Also gut nicht, weil er klopft halt. Es ist halt schon in dem Moment verschenkte Leistung, definitiv. Ne? Aber er erkennt es immerhin. Ne? So, 6 Grad. Ein bisschen unter 6, 4,5, 6,7, 6,7, oh, 8,2 hatten wir eben gerade sogar einmal kurz. Okay. Das heißt, gleich mit 95 Oktan wird das auf jeden Fall spannend. Aber mutet man das dem Motor dann wirklich zu? Ja, ja, ich gehe dann ja vom Gas, ich sehe das ja auf dem Display. Ne? So, jetzt gucken wir nochmal. 6,7. Müssen wir unseren Wertebereich leider mal ein bisschen runterstellen, weil wir brauchen bis 220 schon zu lange. Das kriegen wir so nicht hin. Das heißt, wir gehen mal auf 190 bis 220. Aber immer, ich finde es immer wieder krass, wie feinfühlig und schnell er es dann halt eben doch anzeigt. Ne? Mhm. Und auch alle vier Zylinder unterschiedlich, mal der mehr, also da steckt schon jede Menge Technik hinter. Ja. So, jetzt machen wir gleich nochmal einen Lauf und anschließend gucken wir auch einmal, was für ein Zündwinkel er effektiv dann oben raus fährt. Ne? Speichert er irgendwie einen Maximalwert? Nee. Die Steuergeräte sind alle selbst anlernt, das heißt, er lernt sich seine Zündkurve schon in gewissen Bereichen an. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich 8 Grad weg anlernt. Also er lernt sich so 1, 2, 3 Grad in dem Bereich weg, aber 8 Grad ist zu viel Differenz. So, 12 Grad, 11 Grad, 10 Grad, 12 Grad, 14 Grad, 12 Grad, 18 Grad, 11 Grad, 12 Grad, 18 Grad, 17 Grad, 12 Grad, 18 Grad. Okay, ich habe euch das gerade mal so ein bisschen vorgelesen und an dem Springen von der Zahl siehst du, wie er die Zündung die ganze Zeit regelt. Also er zieht die ganze Zeit so viel Zündung, dass der Winkel immer wieder hin und her springt. Ich finde, man merkt es auch ein bisschen, ich meine, du wirst es als Beifahrer nicht merken. Ich merke gar nichts. Genau, aber ich merke schon unterm Fuß, wie so ein bisschen der Motor so ein bisschen will. Okay, das heißt, das reicht jetzt für 98 Oktan. Ich fasse zusammen, bis 8,2 Grad geklopft. Zündwinkel zwischen 12 und 18 Grad die ganze Zeit hin und her gewandert. Mhm. Zeiten. Werden jetzt einige lachen, ist halt keine Rakete das Ding hier. 190, 210, 5,8 Sekunden, 190, 220, 10,1 Sekunden. Wobei die 10,1 Sekunden, glaube ich, da, die nehmen wir jetzt mal nicht als Referenz, da bin ich, glaube ich, gerade schon vor Gas gegangen oder abgebremst oder wie auch immer. So, aber die 5,8 können wir auf jeden Fall nehmen. So, jetzt fahren wir noch kurz den Tank ein bisschen leerer und machen 95 rein, wirklich nicht viel und gucken mal, was dann passiert, würde ich sagen. So, wir haben jetzt sage und schreibe 12 Liter super hier reingemacht, damit wir jetzt einmal die Autobahn hoch und runter kommen und mal gucken, was das Ding so mit 95 macht. Ob man überhaupt einen Unterschied merkt, ob es vielleicht genau gleich ist. Schauen wir mal. Was war jetzt vorher für ein Sprit drauf? 98. Und jetzt ist 95. 95, genau. Das heißt, theoretisch
würde ich sagen, muss er schon 2, 3, 4 Grad mehr klopfen. Also wir müssten auf jeden Fall eigentlich da gleich irgendwas Zweistelliges sehen. Und müsste in Richtung, so, wenn es in Richtung 10, 11 Grad geht, dann werde ich definitiv auch vom Gas gehen. Das reicht dann. Weil, wie gesagt, viel mehr kann er dann ja auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass er bei Punkt 12 gleich peng kaputt geht, ne? Aber man muss es ja nicht provozieren. Dann gucken wir uns wieder an, was er für einen eigentlichen Winkel fährt. Ob er noch krasser zum Beispiel hin und her springt. Und dann gucken wir mal Zeit. So, Kamera läuft. Kamera läuft. Und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Im Teillast habe ich jetzt noch nicht so große Unterschiede gesehen. Aber mal gucken, was passiert, wenn wir das erste Mal Gas geben. So, da haben wir schon 6 Grad, 9 Grad. 8,2 auf allen Zylindern, 9, 7,5. Und jetzt sind wir hier noch vom Gas. Okay, wir waren gerade mal auf, ich sag jetzt mal, Nennendrehzahl, wo wir eigentlich sonst immer jetzt hier angefangen haben zu messen. Das waren schon 9 Grad. Also man sieht es definitiv, weil das haben wir vorher definitiv nicht geschafft. So, 6 Grad. 7,5. Und die nächste Bosche. Also was auf jeden Fall schon mal cool ist, man sieht sofort einen Unterschied. Waren jetzt ungefähr noch Reste? Nicht viel, wahrscheinlich 5 oder so. Also klar, du hast recht, aktuell fahren wir jetzt ja noch nicht mal 95. Dadurch, dass ich ja, keine Ahnung, eine 12 Liter reingetankt habe auf 5 Liter, ist es immer noch ein E, nicht ein E, sondern es ist jetzt quasi nicht 95, sondern 96 Oktan, ne? Aber man hat es definitiv sofort schon gesehen. Jetzt gucken wir, wenn die Autobahn gleich einmal frei ist, versuchen wir noch einmal auszudrehen, um mal zu gucken, was dann da steht. So, fünfter Gang und Vollgas. So, 9 Grad, 5 Grad, 5 Grad, 6 Grad, 8 Grad, 7 Grad, 8 Grad. Deswegen klopft der Motor nämlich auch so wenig, weil wir fahren kaum noch Zündung. 11 Grad, 13 Grad, 10 Grad, 9 Grad, 7 Grad. Okay, dann haben wir hier jetzt einen Effekt, dass eigentlich klopft das Ding gerade richtig brutal. Aber über die Lernwerte, die so ein Steuergerät einfach bildet, bei jedem Mal Gas geben, hat er den Zündwinkel jetzt eh schon so weit zurückgenommen, dass unser Display zeigt jetzt zwar nur an, dass wir 8 Grad Rücknahme haben, beziehungsweise 9,7. Wir sind aber die ganze Zeit nur zwischen 6 und 10 Grad gefahren. Vorher waren wir zwischen 12 und 18 Grad gefahren. Das heißt, der Sollwert von dem Steuergerät lernt sich automatisch schon runter, weil er weiß, es klopft, wir müssen weniger machen. So. Krass, dass das so schnell geht. Wir sind auch tatsächlich, das sind jetzt alles so Richtwerte, ein Tucken langsamer. Das ist jetzt fast gleich, sage ich jetzt mal, in dem Bereich. Ne? Aber immerhin ist es langsamer. Ne? So, jetzt machen wir Folgendes, weil die Autobahn einfach so voll ist, müssen wir umdisponieren. Ich kippe jetzt einfach auf das 95 Oktan, den Oktanbooster drauf. Normalerweise ist ein so ein Fläschchen für ungefähr 30 Liter Kraftstoff. Wir haben jetzt nur 20 drin, aber das ist egal, weil irgendwann ist der Kraftstoff eh gesättigt. Das heißt, man ab Summe X bringt es nicht noch mehr reinzukippen. Und ich denke, wir kommen zu einem besseren Ergebnis. Wir kippen jetzt in den 95 Oktan Kraftstoff einfach unser Fläschchen mit Oktanbooster rein. Spezialmischung. Wir haben nochmal was vorbereitet. Und gucken mal, was dann passiert. Das macht es nämlich jetzt deutlich einfacher, glaube ich. Mhm. So, das waren jetzt ungefähr 200 Milliliter, die wir da reingekippt haben. Mehr zu dem Zeug kann ich noch nicht sagen. Da gehen wir später im Detail mal drauf ein. Wir testen einfach nur heute, ob es was bringt. Ist ein Oktanbooster, soll halt die Oktanzahl, über die wir gerätselt haben, erhöhen. Gleichzeitig reinigt das natürlich ein bisschen das Kraftstoffsystem und so weiter. Und jetzt gucken wir einfach mal, 95 Oktan mit Oktanbooster drin. Ob wir wieder an Zündwinkel plus Klopfen von 98 kommen oder vielleicht sogar noch besser sind. Weil dann könnten wir nämlich im Vergleich dazu noch 102 tanken und haben einen Wert. Ja, und wie viel das den Wert hochhebt, weißt du nicht? Nee. Aber gefühlt
besser, finde ich, oder? Wir beschleunigen den jetzt erstmal einmal wieder durch, damit er sich kurz dran gewöhnen kann. Das habe ich nämlich eben gerade auch einmal schon 10,5 Grad drauf gesehen. Liegt aber auch einfach daran, darf es nicht vergessen, bis das Zeug sich jetzt vermischt hat im ganzen Kraftstoffsystem ist und so weiter, vergeht natürlich auch ein bisschen. Ne? Wir bremsen jetzt auch mal ein bisschen, dass der Tank sich da mal so ein bisschen durchschwappt. Dafür sind die eigentlich gedacht, gerade auch so für so Länder, wo es diesen Kraftstoff gar nicht gibt. Ja, okay. Oder gerade Amerika war ja auch immer, das Amerika hatte auch immer extrem schlechten Kraftstoff. Also da warst du mit 95 Oktan eher schon gut. Okay. Für solche Länder ist das eigentlich gedacht. So, 10 Grad, 10,5 Grad, 10 Grad, 6 Grad, 9 Grad, 12 Grad. 10 Grad, 13 Grad, 16 Grad, 13 Grad, 12 Grad, 14 Grad. Okay. Das ging definitiv schon in Richtung 12 bis 18 Grad, wie wir es mit 98 Oktan hatten. Ja. So, jetzt muss man 98. So, jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass der Motor natürlich auch wieder lernt und das Level definitiv nach oben schiebt. Also wir machen das Ganze, würde ich sagen, gleich ruhig nochmal einmal und dann sollten wir schon recht schnell sehen, ob es was bringt oder nicht. So, jetzt fünfte Gang wieder. Wir sehen, das Klopfniveau ist deutlich weniger geworden. Er klopft nur noch so 3-4 Grad. Okay, das war schon gerade, muss ich sagen, deutlich weniger. Also er hat wirklich gerade so angezeigt, höchstens 4 bis 5 klopfen. Also da lernt er sich definitiv die Zündung an. So, also ich würde sagen, wir sind mit dem Oktanbooster jetzt definitiv wieder auf 98, weil er hat schon brutal mit 95 geklopft, das macht er jetzt nicht mehr. Also wir sind definitiv auf dem Level von 98, vielleicht sogar einen Tucken drüber, aber das können wir heute bei den Verhältnissen hier definitiv weder messen noch klären noch irgendwas. Ja, klar. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt einfach an, was das Auto mit 102 macht, um einfach sagen zu können, ja, 102 ist einfach nochmal eine Liga oben drüber. Oder ob 102 gegenüber 95, 98 gar nicht ein großer Vorteil ist. Könnte man bei 102 sogar noch einen Oktanbooster drauf machen oder wird das nichts bringen? Das ist eine gute Frage. Die Frage wollte ich gerne auch klären. Okay. Kriegen wir so definitiv nicht geklärt. Ich glaube, da müssen wir halt richtig, richtig in die Chemie rein. Vielleicht in irgendein Labor mal fahren und das Ganze wirklich von der chemischen Seite auch erstmal betrachten. Ja. So, aber jetzt erstmal ab zu Aral und ein bisschen 102 tippen. So, 102 ist im Tank. Haben jetzt ruhig ein paar Liter mehr reingetankt, dass man jetzt auf jeden Fall sagen kann, wir haben 102 drin. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gucken uns gleich als allererstes einmal an, wie das so im Teillast ist, ob der überhaupt noch klopft. Dann werden wir ein, zwei Mal durchbeschleunigen und dann gucken wir uns genauso wieder sowohl das Klopfen an, als auch der Zündwinkel, der gefahren wurde, als auch die Zeit, ob man die Zeit da verbessern kann vielleicht. So, also auf den ersten Blick sehe ich haufenweise Nullen immer auf dem Display. Das hatten wir sonst definitiv nicht. Hier sehe ich jetzt meine 1,5. Trete ich mal rein. Okay, krass. Oh, da steht gar nichts mehr. Also da sieht man definitiv, 102 ist einfach 102. Also selbst hier die ganze Zeit so im Teillast schon. Ich hatte es ja kaputt. Okay, krass.
So, jetzt müssen wir natürlich gleich immer noch dazu passend abgleichen, welchen Zündwinkel er fährt. Ja. Aber wenn da halt 0 steht, dann heißt das, er fährt halt den Zündwinkel, den das Steuergerät eigentlich auch haben will. Aber dann ist der Unterschied halt zwischen 102 und 98 und so halt dann immer doch nochmal eine Nummer, ne? Ja, das ist... So, jetzt Vollgas. Ah, jetzt haben wir mal Dreirad stehen, also die Anzeige geht noch, aber guck mal. Dreizylinder 0, ein Zylinder zeigt ein bisschen was an. 3 Grad, 2 Grad, 1,5, 2,2. Aber das war wirklich deutlich weniger. Jetzt gucken wir uns parallel dazu nochmal an, was er an Zündwinkel fährt. So, oh, 15 Grad jetzt schon. 15, 16, 17, jetzt steht auch der Zündwinkel viel fester. 17, 18, 15, 20, 16, 17, 19, 22. Okay, krass. Also da hat man es jetzt deutlich dran gesehen. Ja. A, der Zündwinkel springt nicht mehr so krass. Das heißt, er fährt jetzt wirklich ohne zu klopfen den Zündwinkel, den er eigentlich fahren soll. B, das ganze Niveau ist jetzt ja locker nochmal ein paar Grad höher. Ne? Jetzt hatte ich eben gerade kurzzeitig sogar 21, irgendwas, knapp 22 Grad gesehen. Das hat man ja sonst nie. Also noch nicht mal im Ansatz. Ne? Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. 16, 17, also jetzt steigert sich der Zündwinkel richtig schön immer weiter. 18, 19, 21, 20. Zeit 190, 210, 5,3. Klar, wir bewegen uns jetzt hier im Zehntelbereich, aber andererseits ist es halt auch nur fünfte Gang reintreten. Ich mache nochmal ein Reset. Man kann halt eigentlich auch nicht viel falsch machen. Es wird sogar immer besser. Das, die Messung waren 5,2. So, also, was ich wirklich sagen muss, selbst wenn ihr das jetzt als Zuschauer so vielleicht nicht sehen könnt, die Kurve an Zündwinkel, die er jetzt fährt, ist wirklich 10-mal schöner. Also es ist jetzt wirklich so mit steigender Drehzahl gefühlt jedes Intervall immer noch mal ein Grad mehr, passend einfach zu der Drehzahl, immer mehr Zündung. Bei dem anderen hatten wir ja teilweise, also bei, wir erinnern uns nochmal zurück, 98 Oktan waren 12 bis 18 Grad, wo er die ganze Zeit hin und her gesprungen ist, also immerhin 6 Grad. 95 Oktan ist er erst gar nicht rangekommen, da ist er die ganze Zeit eher so 6 bis 10 Grad gefahren. Mit 95 Oktan plus Oktanbooster waren wir wieder auf 98er Niveau, eventuell sogar einen Tucken höher, aber hier sind wir definitiv nochmal drüber. Also das fährt so auf jeden Fall viel, viel besser. Aber 102 Oktan gibt es auch nur von der Reihe, ne? Genau, 102 gibt es nur von der Reihe. Also das muss man definitiv leider sagen, dass die Klopffestigkeit hier am besten ist und der Motor definitiv den besten Zündwinkel fährt. Bin ich auch froh, dass ich immer die Passe mehr ausgebe. Also der Sinn an dem Oktanbooster ist eigentlich auch da gar nicht unbedingt, wenn die Leute des Geldes wegen keinen Aral tanken wollen, ne? Sondern wenn es einfach gerade keine Aral-Tankstelle gibt. So, das heißt, wir müssten jetzt natürlich, um es perfekt zu haben, nochmal einen Quervergleich machen, 98 Oktan mit Oktanbooster. Ob wir da an 102 rankommen, das geht in diesem Video auf dieser Autobahn leider definitiv nicht. Das müssen wir nochmal anders machen. Wir drehen jetzt nochmal einmal, fahren noch einmal zurück. Also was auf jeden Fall auch auffällig ist bei 102, so dieses Alltagsgefahre, mal so ein bisschen Gänge durchschalten, ein bisschen anladen, ein bisschen hoch und runter schalten, da ist die Anzeige konstant bei 0. Also auch im Teillast klopft es definitiv deutlich weniger. So, wenn wir jetzt zum Beispiel 4.500 Umdrehungen fahren, reintreten, da hat er sonst definitiv immer angeklopft. Jetzt steht er überall 0 und man sieht definitiv rein gar nichts. Also das kann schon was. Also so hätte ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl, mit dem Auto rumzufahren, weil das ist jetzt so wenig Klopfen, dass das halt definitiv für den Motor dauerhaft gesund ist.
da 0 Grad, 0 Grad, 0 Grad, 3 Grad, einmal kurz, 2,2, zwei Zylinder immer noch 0. Das sieht gut aus. So, also ich würde sagen, man hat schon klar und deutlich gerade gesehen, dass das Auto jetzt so fährt, wie das Steuergerät es will. Dass da zwei Zylinder nochmal 1-2 Grad klopfen, ist vollkommen legitim. Ich würde sagen, an der Stelle hoffe ich, dass René euch da jetzt ein schönes Video rauszaubert. Das hoffe ich auch. Und wir euch einfach zum Thema Zündzeitpunkt, Klopfen, Klopferkennung, Motorsteuergerät, was heutzutage alles geht und so weiter, einfach ein bisschen was zeigen konnten und dass ein ganz cooles Video rausgeworden ist. Und wir uns definitiv mit der Thematik Oktanbooster noch ein bisschen auseinandersetzen werden, weil wir haben definitiv gezeigt, es kann was, ja. Es funktioniert. Die Frage ist jetzt einfach nur, ob das nach oben hin Grenzen hat oder ob man da vielleicht wirklich den neuen super duper Oktanbooster Ultra Racing Kraftstoff mit erzeugen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.